heute eröffnen wir das Biryani Headquarter, ein ganz besonderer Tag. Wir erwarten hier 450 Gäste und das sind natürlich die Kunden des Hauses, Freunde des Hauses, Lieferanten, es sind Presse, Promis und alle die, die zur großen Biryani-Familie gehören. Das ist natürlich einfach super. Wir haben hier den Eddie Miller, die Swingband aus München, die live spielt und alle unterhält. Und dann haben wir gleich ein Interview mit der Bettina Kramer. Ein bisschen erzählen, wie das alles zustande gekommen ist. Gibt es eine Stunde ein Open Office und alle Mitarbeiter der Firma Biryani, die ja mit Herzblut bei der Sache sind, haben etwas vorbereitet in ihren Büros und zeigen, was in den jeweiligen Abteilungen vor sich geht und was dort passiert, wie entsteht ein Kleidungsstück, wie viele Schritte müssen gegangen werden, bis es dann wirklich fertig und zur Auslieferung bereit im Lager hängt. Also wir sind hier im Designbereich von Biryani, im neu erstellten Headquarter und wir haben hier zum Beispiel unsere Moodboards, die wir für die Modenschau verwenden, mit den eigentlichen Skizzen und dem Endresultat, was dabei rauskommt. Eine Sensation, wenn man überlegt, wie wir angefangen haben. Eine ganz kleine Kollektion und jetzt ist das ein Riesenunternehmen geworden. Wir sind viel auf Reisen, haben Erfolg. Und das macht unendlich glücklich, muss ich schon sagen. Ich finde es ganz beeindruckend. Ich habe noch lange nicht alles gesehen. Wir bleiben ständig hängen, weil wir so tolle Menschen treffen in jedem Raum. Aber ganz schön, richtig toll. Also und die Dachterrasse, ich meine, Entschuldigung. Super. Das Gebäude ist wirklich atemberaubend, architektonisch wirklich ein Knaller, eine tolle Dachterrasse, hammermäßig und einen eigenen Spa-Bereich gibt es hier, also ich könnte hier auch einziehen. Wir verwöhnen unsere Mitarbeiter, aber auch externe Kunden von Kopf bis Fuß, also Maniküre, Pediküre, Gesichtsbehandlungen, ja, Massagen, alles was man sich so wünscht. Schlicht angefangen und es wird immer cooler, die Mode. Man sieht auf der Fashion Week immer tolle Sachen, ob Brautkleider gibt es ja jetzt oder Häkelsachen, tolle Models. Das neue Headquarter von Biryani hat mich so jetzt beeindruckt, dass ich am liebsten morgen alles hinschmeißen würde und würde am liebsten sofort hier anfangen. Schon allein als die Kosmetikerin, die Wellnessabteilung, habe ich gedacht, ja, bitte. Nie mehr woanders arbeiten, immer schön nach der Arbeit. Also ich finde das wirklich, ich finde das so eine tolle Idee und bin beeindruckt. Das war eine Idee von der Martina Kruse. Ja, man wird sich so sehr freuen, wenn es Biryani-Platz heißt. Und das war unkompliziert. Der Gemeinderat hat beschlossen, einstimmig Biryani-Platz 1. Es gab ein wunderschönes Geschenk, eine Top-Adresse hier bei uns in der Stadt. Also ich bin wirklich super stolz. Das ist ein ganz tolles Gebäude, finde ich hier. Die Dachterrasse ist ein tolles Feeling, wenn man hier oben drauf steht. Das ist das Wetter leider nicht passend. Oder auch unten der Showroom ist gigantisch, der Eingangsbereich mit der großen freitragenden Treppe. Also wir sind wirklich super, super stolz irgendwie. Und das ist für unser Büro natürlich auch eine tolle Reputation. Ich
wünsche Riani, dass sie immer weiter so Erfolg haben und so herzlich bleiben. Also das macht sie auch wirklich aus. Ich komme immer wieder super gern hier vorbei. Man ist wirklich ein Teil der Familie von Riani. Und ja, Schlager und Riani passen ganz gut zusammen. Am Ende des Tages ist am Anfang der Nacht. Ich spür, wie mein Herz schlägt und das Fieber erwacht. Wenn andere schlafen, übernehmen wir die Macht. Und ich glaube, Riani übernimmt die Macht.